Ist es sicherer, mit einem Messer rauszugehen, um sich verteidigen zu können, oder manchmal lieber nicht? Ich bin am Hauptbahnhof Kaiserslautern, wo am Samstag ein Mann erstochen wurde von einer 20-jährigen Frau, und ich werde die Menschen fragen, ob sie sich noch sicher fühlen. Let's go! Fühlt sich in Deutschland noch sicher? Teilweise. Ja, auch. Warum? Also tagsüber schon, aber nachts eher schwierig. Wenn es dunkel ist. Was ist ein Satz, den ihr zu Olaf Scholz sagen würdet? Ich glaube, da braucht man gar keinen Satz zu sagen. Ich weiß nicht. Schwierig. Würde mir jetzt auf die Stelle nichts einfallen. Okay. Findet ihr es gerechtfertigt, dass Menschen schon ein Messer tragen, um sich selber zu schützen? Oder? Also es ist schwierig. Das Thema ist umstritten, finde ich. Ja, für mich auch. Also ich finde eher dann, wenn zum Beispiel als Frau das dann eher Pfefferspray angesagter ist, als statt dann ein Messer, weil Messer ist halt schon, ja. Würdet ihr ein Messer tragen? Nein. Nein. Fühlen Sie sich in Deutschland noch sicher? Nicht wirklich. Schwierig. Ja. Weil schwierige Frage, ja. Sehr viele Sachen passieren in letzter Zeit. Ja. Wie könnte man sich noch sicherer in Deutschland fühlen? Was müsste man machen, damit man sich sicherer fühlt? Oder die Politik oder die... Ja, einiges müsste sich was ändern in der Politik. Also ja, vieles. Aber ich müsste nicht jetzt auf den Stegreif jetzt was. Ein Satz, den Sie Olaf Scholz sagen könnten, was würden Sie sagen? Trete am besten zurück. Fühlt sich in Deutschland noch sicher? Es geht. Warum es geht? Was man so mittlerweile hört. Was auch hier in Kaiserslautern passiert, genau, ist am Samstag. Wie könnte man das verändern? Hast du eine Lösung? Mehr Polizeipräsenz. Fühlt sich in Deutschland noch sicher? Ja. Warum nur ein Jahr? Was hindert das? Ja. Das, was in Mannheim und so passiert ist, das ist schon krass, aber trotzdem. Hast du mitbekommen, was hier in Kaiserslautern passiert ist? Nein, noch nicht. Warum? Am Samstag wurde jemand auch erstochen. Echt? Und verstorben. Oh. Im Bahnhof, Hauptbahnhof. Das ist scheiße. Findest du es gerechtfertigt, dass Menschen schon Messer tragen, um sich selbst zu verteidigen? Nein, nicht wirklich. Fühlen Sie sich in Deutschland noch sicher? Es geht so nicht wirklich. Warum? Ja, es werden immer krankere, also es passieren immer krankere Sachen. Beispielsweise hier in Kaiserslautern wurde am Wochenende ein Mann abgestochen am Bahnhof. Und ja, es passieren immer mehr so Sachen und ich finde das eigentlich traurig. Finden Sie es gerechtfertigt, dass Menschen schon Messer tragen, damit sie sich selber schützen können? Ja, schon. Also ich würde es auch machen, aber ich würde es niemals einsetzen, deshalb trage ich es auch nicht bei mir, aber ich verstehe Menschen, die das machen, ja. Muss man eigentlich schon Angst um die Zukunft der Kinder haben? Ja, schon, finde ich, ja. Wie könnte man vielleicht das verändern, dass weniger Messerstechereien passieren und so weiter? Schwierig. Also ich finde auf jeden Fall erstmal, dass mehr Polizei auf jeden Fall unterwegs ist, mehr Kontrollen und ja, dass da einfach die Politik auch mehr eingreift, auf jeden Fall. Welche Partei würden Sie denn wählen, damit es vielleicht noch härter eingegriffen wird? Also manche würden jetzt sagen die AfD, aber ich finde es jetzt nicht so. Ich weiß es nicht. Also müsste ich mich noch mehr auseinandersetzen, auf jeden Fall. Fühlst du dich in Deutschland noch sicher? Ja, es geht. Warum es geht? Ja, mal so, an manchen Tagen denke ich mir so, ist es sicherer mit einem Messer rauszugehen, um sich verteidigen zu können, oder manchmal lieber nicht? Denn hier ist am Samstagabend ja ein 64-jähriger Mann von einer 20-jährigen Frau abgestochen worden und ist verstorben, genau hier unten. Und findest du es gerechtfertigt, wenn Menschen halt mit einem Messer rumlaufen? Nee. Aber du würdest persönlich an manchen Tagen ein Messer mitnehmen? Was für ein Tag wäre das, wo du sagst, du nimmst ein Messer mit? So, jetzt an den Tagen, wo ich es mitnehmen würde, wäre jetzt auf so Großveranstaltungen, aber nur, um mich zu verteidigen, nicht um auf jemanden loszugehen. Denn wenn man jemanden sieht, wo man weiß, wird diese ältere Dame, die sich nicht wehren kann, das ist einfach nicht gerecht, das ist einfach ehrenlos, finde ich. Man macht sowas einfach nicht. Man geht nicht gegen Leute, die sich nicht wehren können oder auch die sich wehren können, das macht man einfach nicht. Jeder hat sein eigenes Recht und wer dazu nicht steht, ja. Ja. Findest du, man sollte schon Angst um die Zukunft der jüngeren Generation haben? Also durch die Einflüsse, durch Social Media ein bisschen, würde ich sagen, sollte man schon auf seine Kinder etwas aufpassen, weil Social Media beeinflusst am meisten die Jüngeren. Deswegen würde ich eher sagen, sollten die Leute auf ihre Kinder etwas achten. Also jetzt nicht gegen jedes Kind ist es jetzt gemeint. Man sollte nur etwas auf die achten wegen Social Media, dass sie nicht so drauf fixiert sind. Was könnte Deutschland dagegen tun, dass weniger Messerstechereien passieren und so weiter? Würde eine Partei in Frage kommen,
oder? Bei Parteien habe ich keine Ahnung. Was aber dagegen gemacht werden könnte, wäre einfach ein Verbot ausgestellt werden, dass man keine Waffen bei sich tragen darf und auch keine Messer. Und dass man darauf eventuell vielleicht sogar einmal die Woche kontrolliert wird, wenn man durch die Stadt läuft, zum Beispiel durch so Großstädten wie jetzt Berlin oder wie jetzt hier durch Kaiserslautern, dass man dann mal kontrolliert wird, ob man irgendetwas daran dabei hat. Fühlen Sie sich in Deutschland noch sicher nach den ganzen Messerstechereien? Nicht unbedingt. Was ist der größte Grund, warum Sie sich nicht sicher fühlen? Weil ich nicht mehr weiß, wo ich hingehen kann, ohne in Begleitung zu sein oder alleine. Als Frau ist es auch etwas schwieriger. Ich komme jetzt gerade aus Berlin, da war die Situation noch ein bisschen aggressiver. Ja. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass hier in Kaiserslautern etwas passiert ist, was mich sehr verwundert und ich bin ein bisschen geschockt. Was ist das Schlimmste, was Sie in Berlin erlebt haben? In der Richtung, ich habe mitgekriegt, wie ein junger Mann erstochen wurde. Ich war am Bahnhof. Und das hat mich, vor 14 Tagen war das hat mich irritiert. Also in den Medien hat man ja gar nichts mitbekommen von der Situation. Das hat man nur lesen können in den Rheinland-Pfalz oder in den Berichten. Und in Berlin hat man auch nichts mitbekommen. Denken Sie, die Situation sollten mehr zum Vordergrund gebracht werden, damit mehr Menschen es hören? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sollte man da mehr drüber berichten. Und die Leute, die das mitgekriegt haben, sollen auch mehr drüber sprechen. Und deswegen sage ich das auch jetzt. Ich habe auch in Berlin mit meiner Tochter drüber gesprochen, die wieder mit ihren Kindern und die haben sie in die Schule dann weitergegeben. Deutschland noch sicher? Nee, also ganz ehrlich, in letzter Zeit wird es immer schlimmer, wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche oder selbst die Teenagerzeit, die ich noch hatte, das ist gar nicht mehr zu vergleichen. Also das ist schon, hat sich extremst ins Negative entwickelt, genau. Haben Sie denn Angst um die Zukunft Ihrer Kinder? Definitiv, ja. Was ist die größte Angst? Also dass mein Kind einfach die Kindheit nicht mehr wirklich genießen kann, so wie ich das mal konnte. Also generell sich nicht mehr frei bewegen. Also ich weiß, ich konnte von der Schule noch einige Kilometer nach Hause laufen, ohne dass ich drüber nachdenken musste, was mir eventuell auf dem Weg passiert. Und das würde ich meinem Kind eigentlich auch wünschen, aber ich glaube, das ist heutzutage gar nicht mal so machbar eigentlich, wenn man wirklich sein Kind sicher halten will. Finden Sie, dass irgendeine Partei was ändern könnte oder irgendwelche Regeln in Deutschland das verändern können, dass es wieder sicherer wird oder die Menschen sich sicherer fühlen? Oh je, wenn es jetzt ins Politische geht, ich glaube... Natürlich, also ich kann jetzt ganz ehrlich gar nicht wirklich so ins Detail gehen, weil wenn es jetzt für mich als Außenstehender, sag ich mal, oder beziehungsweise für die Politiker schon so schwierig ist, das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen, will ich mir das gar nicht anmaßen, da wirklich so eine Meinung zu haben, was man da machen könnte tatsächlich. Ich denke, da wird es bestimmt schon bestimmte Maßnahmen geben, aber ob ich da jetzt so wirklich... eine Idee hätte dazu, weiß ich ganz ehrlich nicht. Finden Sie es eigentlich gerechtfertigt, dass Menschen jetzt schon Messer tragen als Selbstverteidigung, weil sie Angst um sich selber haben? Also ich verstehe es, dass die Leute machen, aber ich, es ist schade wirklich, dass es so sein muss. Also ich werde auch gerade ein bisschen emotional, aber ja, wenn ich über mein Kind nachdenke, was vielleicht bis dorthin, wenn sich wirklich in den nächsten Jahren nichts bessert, was bis dahin passiert. Also ich finde es ganz schlimm, wie in den USA zum Beispiel mit Waffen umgehen. Also die Amerikaner sagen ja immer, ich muss zu sagen, mein Mann ist Amerikaner. Da heißt es immer, ja, andere haben ja Waffen und da brauche ich ja eine, um mich zu verteidigen zu können. Und ich habe da eigentlich jahrelang immer gesagt, ja, aber wenn doch keiner Waffen hat, und dann brauchen wir doch alle keine Waffen. Ne? Also klar hat man da mal vereinzelt den einen oder anderen, wo irgendwie eine Waffe hat. Aber eigentlich finde ich es schade, dass man schon so denken muss, dass man eine Waffe bei sich trägt oder tragen muss, um Sicherheit zu finden. Fühlt sich in Deutschland noch sicher? Gerade hier, ja. Wo nicht? Frankfurt. Warst du schon da? Wer war nicht in Frankfurt? Ich persönlich. Warum warst du nicht in Frankfurt? Weil ich noch keine Zeit hatte.
Du hast doch gerade Zeit. Ja, ich muss ja arbeiten, oder? Ja, am Wochenende kannst du nach Frankfurt. Am Wochenende bin ich hier und mache noch ein paar Videoaufnahmen und alles Mögliche. Ja, okay. Findest du gerecht, dass, oder findest du es in Ordnung, dass Menschen schon Messer mitnehmen, um sich selber zu verteidigen? Nein, natürlich nicht.